Liebe Leute, in diesem Community-Video wird die Frage aller Fragen endlich geklärt. Nicht, was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort kennen wir ja schon, 42. Nein, wie kommt man in den geheimen Leopardenmodus? Das und viel mehr erklärt jetzt Poki Jan Müller-Michaelis im Community-Video. Was ist dir persönlich das Wichtigste an einem Videospiel, beziehungsweise wodurch zeichnet sich für dich ein gutes Videospiel aus? Möchte Happy Flummi 123 wissen. Ja, hallo Happy Flummi. Ich denke, Videospiele sind sehr unterschiedlich und können sehr unterschiedlich sein. Das ist ja ein sehr großer Bereich und ich denke, jedes Genre und Subgenre und jeder neue Genre-Mix muss andere Kriterien erfüllen, um Spaß zu machen. Ein gutes Adventure braucht zum Beispiel gute Rätsel und eine gute Story, aber dasselbe gilt eben nicht für ein Autorennspiel. Und ich persönlich spiele halt auch sehr unterschiedliche Genres. Also ich spiele zum Beispiel sehr gerne 2D-Jump'n'Run-Spiele. Ich spiele Super Mario unglaublich gerne, aber auch eben diese neuen Arty 2D-Jump'n'Run-Spiele. Und da kommt es mir eigentlich hauptsächlich auf den Spaß an. Also dass die Physik stimmt sozusagen, wie springt der Charakter. Und eben, dass das Ganze aufbaut, dass die Lernkurve gut ist. Beim Adventure ist es natürlich erstmal die Story, aber auch dann die Puzzle. Und ich glaube, grundsätzlich lässt sich nur sagen, es muss einen unterhalten irgendwie. Es muss Spaß machen und Unterhaltung muss ja nicht unbedingt heißen, dass man halt die ganze Zeit über lacht oder die ganze Zeit über viel am Drücken ist, sondern ja, es muss halt einfach ein Gesamtprodukt sein, das mich halt irgendwie, ja, flasht. Moin Poki und Christoph. Ich hätte mal eine Frage und die lautet, warum wolltest du damals ein Adventure machen oder anders gefragt, was gefällt dir an diesem Genre? Gut, ja, das war dann meine Frage eigentlich auch schon. Ich hoffe, du beantwortest die und ja, ich sag tschüss. Tschüss. Ja, das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Ist, ich glaube tatsächlich, der Grund, warum ich Adventure-Spiele machen wollte, war, dass ich sie vermisst habe. Dass niemand anderes mehr so gemacht hat, wie ich es gerne spielen wollte. Natürlich, es kam halt dann Anfang 2000, also in 2010, gibt es dafür überhaupt irgendwie einen Namen? Die Nuller, in den Nullerjahren. Ja, Nullerjahr, da gab es halt das ein oder andere Adventure, aber insgesamt galt ja das Genre als tot und das fand ich unglaublich schade und ich wollte es wiederbeleben. Ich glaube, das war meine mein Hauptanliegen. Wenn es niemand anderes macht, dann mache ich es halt selbst. The Dödel 3500 fragt, wie kommt man in den geheimen Leopardenmodus? Oh, das ist natürlich ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Wir haben ja leider, wir haben zu jedem Spiel gibt es, von uns gibt es auch den geheimen Leopardenmodus. Normalerweise drucken wir das halt eine kurze Einleitung, wie man in diesen geheimen Leopardenmodus gerät, in das Handbuch ab. Leider ist uns da halt ein kleiner Tippfehler passiert bei den letzten Malen. Und ich kann jetzt leider gerade das nicht korrigieren, die Zeit reicht auch nicht aus. Aber ihr müsst einfach mal in der dritten Zeile gucken, da steht irgendwo, sind da drei E's. Wenn ihr die durch ein A, O und ein U ersetzt, ich glaube, dann sollte es passen. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. The Cableon fragt, wie fängt man am besten mit dem Spieleprogrammieren an und welche Programmiersprache hast du für dein erstes Game benutzt? Ich habe tatsächlich nur für Aetna bricht aus selbst programmiert und noch nicht mal da war ich halt der Hauptprogrammierer. Ich bin ja hauptsächlich Spieleautor. Tatsächlich ist Aetna bricht aus damals als Studentenprojekt auf Java entstanden. Das ist eigentlich eine Sprache, die man gar nicht so gar nicht so unbedingt für Videospiele einsetzt. Das ist mehr eine Lernsprache. Aber es ist eine sehr gute Sprache, um halt einzusteigen in das Programmieren. Und man kann halt auch noch auch schon viele Sachen machen, wie man ja am Beispiel von Aetna bricht aus sieht. Schau dich einfach um. Ich würde sagen, ein abgeschlossenes Studium ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Versucht euch da hinzuarbeiten, dass ihr versucht halt irgendwie ein Informatikstudium zu holen. Aber es gibt auch sehr viele Game Design Studiengänge mittlerweile. Hi Poki, ich habe insgesamt drei Fragen an dich. Erstens, wie kamst du eigentlich auf Torgelbecher? Zweitens,
Willst du nach der Deponia-Reihe eigentlich noch einen dritten Teil der Ätna-Reihe machen? Und wenn, hast du eigentlich schon eine Idee dafür? Und drittens, wo siehst du eigentlich Daedalic Entertainment in den kommenden Jahren? Grüße an dich und Christian. Tschüss. Ja, die erste Frage war, wie ich auf Droggelbecher kam. Ich habe es gerade eben nicht wirklich gehört. Eigentlich ist das auch... ja, wie kommt man auf Sachen? Also ich glaube, ich wollte... Ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil ich es einfach gar nicht weiß. Also manche Ideen kommen halt einem, während einem Kuli runterfällt, während man Auto fährt und sich den Kopf am Handschuhfach stößt. Ich glaube, das war so eine Idee. Ich wollte hauptsächlich, glaube ich, dass der Name lustig klingt. Also der Name Droggelbecher ist einfach entstanden, weil ich den Spieler halt irgendwie also ein Wort präsentieren wollte, wo das Gehirn irgendwie denkt, so, da muss doch irgendwie ein Sinn dahinter stecken, und dann lässt es sich aber gar nicht auflösen. Ich glaube, es war im Endeffekt ein Anschlag auf eure Synapsen. Also so war es gedacht. Die zweite Frage war... gibt es jetzt einen dritten Teil von der Ätna-Serie, wenn ich möchte natürlich sehr gerne ins Ätna-Versum, wie mal irgendein Produktmanager von uns das genannt hat, zurückkehren. Würde einfach unglaublich gerne wieder Texte für Harvey und Ätna schreiben dürfen. Es ist auch für mich eine Art Wiedersehen, wenn ich Texte für alte Charaktere von mir schreiben kann. Das habe ich jetzt bei Deponia 2 gemerkt, also bei Chaos auf Deponia, wie viel Spaß es macht, halt eine Fortsetzung zu schreiben, weil es halt wie ein altes Wiedersehen ist, wie so eine Art Reunion. Und deswegen, ich würde es sehr gerne machen, aber natürlich brauchen wir dafür auch den richtigen Partner und die richtige Zeit, und wer weiß es. Es steht noch in den Sternen, aber der Wille ist auf jeden Fall da und die Ideen übrigens auch. Und die dritte Frage, wie sieht es in Zukunft aus mit deiner Firma? Ja, ich denke, dass Daedalic auf jeden Fall immer weiter Geschichten erzählen wird, interaktive Geschichten. Und wir entwickeln uns ja immer so in sehr, sehr kleinen Schritten weiter, sage ich mal. Unser Gameplay bleibt recht klassisch, aber wir feilen sehr viel an dem Gameplay im Einzelnen, in den kleinen Feinheiten. Und ich denke, dass da noch, wie in der gesamten Branche, wir haben vorhin drüber gesprochen, halt noch ganz viel Neuland zu erkunden ist, sowohl im Storytelling als auch im Gameplay. Ich glaube, wir werden bei kommenden Spielen durchaus auch mal mutiger werden. Vielleicht werden wir sogar das Genre komplett verlassen. Wir werden aber immer interaktive Geschichten erzählen. Auch LeFloid war bei Klicksum und hat im Community-Video eure Fragen beantwortet und unter anderem erklärt, warum er lieber kein Vorbild sein möchte, sondern Entertainer. Und wer war noch da? Hasoops, Dennis Schneider, der ist deutscher Meister bei StarCraft 2. Und er wurde gefragt, was war dein erstes Game? Ist ja vielleicht ganz interessant, wer auch mal deutscher Meister werden will, der sollte das unbedingt wissen. Bis dann, bleibt dran.